Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rosen. Wir sind hier auf der ersten Route unterwegs. Ich habe schon erfolgreich ganz viele neue Pokémon-Team. Was redet der von Team 0? Ich weiß es nicht. Pokémaniac. Er hat... Oh, das habe ich auch. Oha. Das Pachirisu macht mir etwas Sorgen. Okay. Was hat das zu bedeuten? Ich hoffe, der hat nicht irgendwie... Nee, das hat jetzt eine andere Fähigkeit. Das kann er gar nicht mehr. So. Das kann ja meine Elektrizität gar nicht mehr fangen, wollte ich sagen. Sehr schön. Okay. Das wird lustig gegen das Pachirisu. Kriegen wir schon hin. Ich bin da guter Dinge. Hier sehen wir jetzt ein voll aufgeladenes Pachirisu. Nicht so wie das, was ich in der letzten Folge gefangen habe. Was anscheinend keine Energie angeblich mehr hat. Theoretisch. Ha. Ha. Es kann die Attacke dann gar nicht einsetzen, ne? Das ist wild. Man kann also erst starke Attacken gar nicht einsetzen, wenn das auf dem Feld ist. Das ist krass. Ich dachte vielleicht, die werden dann normal eingesetzt, also in der normalen... Wie komme ich... Hä? Durch die Bäume? Wie durch die Bäume? Hä? Was will mir das Spiel damit sagen? Ich kann das vielleicht durch die Bäume nehmen. Wie durch die Bäume? Kann ich durch die Bäume durchlaufen? Aber ich kann hier nicht durchlaufen. Aber ich kann da hinten runter. Komme ich da irgendwo hin? Gruseliges Ladybug. Ich bin mir nicht sicher, ist das eine Nase oder ist das ein offener Mund da in seinem Gesicht, der schwarze? Es könnte beides sein. Das ist das Schlimme. Ich bin ganz cool. Ganz cool. Feleno. Ich brauche Feleno. Ich brauche immer Feleno, egal in welchem Spiel. Weil das ist fein. Ein Pokéball. Ich habe noch 18 Stück. Da wirst du ja in einem drin bleiben, ja? Sehr gut. Es ist drin geblieben. Es ist sehr fein. Ein Wopper gefangen. Ja, es bekommt einen Spitznamen, natürlich. Es ist nämlich fein. So. Sehr schön. Jetzt haben wir noch ein Wasser-Pokémon. Oh. Wo bin ich hier gelandet? Was ist das hier für ein Ort? Oh, wir kämpfen. Okay, ich wollte nur wissen, ich wollte nur nach dem Weg fragen. Oh. Er angelt. Ich hab dann ganz schlechtes Gefühl wegen der Raupe, die er dabei hat. Und was mit dieser Raupe beim Angeln passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich habe dann ein ganz schlechtes Gefühl. Nee. Nee. Okay, welche Attacke ist jetzt ausgewählt? Man sieht das nicht. Ich zumindest nicht. Normalerweise wird dann das ganze Feld unterlegt und die machen einfach nur so einen ganz kleinen Rahmen. Das ist schon schwer zu sehen, ja? Sehr schön, Level up. Barsch war, guten Tag. Frag Balui, das kann man gut in eine Feuerarena mitnehmen. Der kennt sich da aus. Bestes Pokémon dafür. So, was ist das für ein Ort? Was glaubst du, wer hier lebt? Ich habe das Signal von einer ich kann das Wort, glaube ich, nicht sagen. Unidentifizierten Rosenform hierher zurückverfolgt. Aber ich kann nicht reingehen. Ah.
Vielleicht kann etwas den Baum schütteln. Ja, deine Hände, Miri. Deine Hände. Okay. Hier komme ich jedenfalls nicht an das Item ran, an das ich ran wollte. Das hat schon mal nicht funktioniert. So. Vielleicht sollte ich... Dieses Menü. Ich finde das irgendwie total unübersichtlich. Mist. Das würde ich gerne erstmal ein bisschen leveln. Ich weiß nicht, was ich tue. So, das wollte ich tun. Das war der Plan. Ich sollte speichern. Nicht, dass etwas mit meinem Felino passiert. Das wollen wir ja nicht. So. Ah. Dich kenne ich. Dich habe ich schon. Du bist sehr fein. Oh, ich habe noch gar nicht geguckt, ob das überhaupt die richtige Fähigkeit hat. Okay. Das ist keine normale Fähigkeit für Felino. Unaware ist... Normalerweise hat das entweder, dass keine Pokémon explodieren können. Oder dass es H2O-Absorber... Doch, H2O... Ich bin verwirrt. Okay. Oder ist das nur Morlord? Jetzt bin ich verwirrt. Was ist hier los? Hi. Bist du endlich nach Enigma Town gegangen? Miri? Hier ist deine Erinnerung, dass du rede mit jeder Person, die du da triffst. Jedes Mal. Jedes, Arceus verdammte Mal. Die Leute kommen zu mir und sagen, was soll ich tun? Und ich bin einfach nur so genervt davon. Nun, danke, dass du mir zuhörst. Ich weiß, ihr habt eine random Beere. Warum nicht fünf? Okay, dankeschön. Ich habe sogar meine Haare pink gefärbt und dieses Outfit angezogen, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Warum? Jemand dachte, das wäre witzig. Ich konnte es einfach nicht lassen. Okay. Hier ist eine ominöse Energie in Enigma Town. Ihr seid nur so semi-gruselig, ne? Willkommen in Enigma Town, Trainer. Diese Stadt wurde von der Forschung in... Advent Grove gebaut. Professor Rosen war hier? Wer ist das? Willkommen... Okay. Davon... Ja, sie haben noch nie von ihm gehört. Was ist Happy Candy Y? Es öffnet das Herz. Okay. Die Stadt ist gar nicht gruselig. Ich bekomme keine gruseligen Vibes. Haben sie gut gemacht. Ich würde hier nicht zu viel fragen, außer du bist qualifiziert. Ha. Okay. Er sagt schon mal nichts Hilfreiches. Ein blaues Schloss, aber ich habe keinen Schlüssel. Nein, habe ich nicht. Hier ist alles... Was hab... Okay. Es kommen Geräusche aus der Box, okay? Meine Maschine macht viele Geräusche, sagst du? Niemand hat gesagt, dass du zuhören sollst. Okay. Was? Rosen? Nein. Ich kann dich gar nicht hören darüber, über das Geräusch der Maschine, okay. Okay, die Maschine macht Energie für irgendwas Witziges im Untergrund. Witziges, Wichtiges. Im Untergrund. Okay. Was ist das? Ah, okay. Ein Yellow Shard, okay. Habe ich schon okay gesagt? Die Stadt ist verwirrend. Okay. Warum hat keiner von Rose gehört? Es ist verrückt, dich hier zu treffen. Was, du kennst mich nicht? Tut mir leid, aber... wenn du mich, dich nicht mal an mich erinnerst, dann helfe ich dir auch nicht, den Rosentyp zu finden. Fies! So, wen haben wir hier?
Es gibt so viele Pokémon um Enigma Town, aber niemand kommt wegen meiner Erfindung zu mir. Okay. Was in Enigma Town ist? Oh, nicht viel für Trainer. Wir sind hier alle Wissenschaftler. Ein Typ namens Rosen und mal sehen, ob ein einfacher Trainer die Antwort finden kann. Okay. Was ist hier los? Irgendwas stimmt mit dem Pilz nicht. Der sieht irgendwie anders aus als sonst. Warum kann ich ja auch meine Pokémon nirgends heilen? Ja, toll. Erstmal wechseln. Gibt's hier kein Pokémon-Center? Ich meine, wenn alles nur Wissenschaftler sind, aber ich muss ja irgendwo die Pokémon heilen können. Ey, bitte nicht direkt vergiften. Könntet ihr bitte nicht mich vergiften? Könnten wir darüber reden, dass ihr aufhört, Giftattacken einzusetzen? Das wäre ganz toll. Okay, eins hätten wir schon mal down, dass keine Giftattacke mehr einsetzen kann. Aha. Aha. Es regnet, das ist mir egal. Dann treffe ich schon meine Elektroattacken besser. Ah ja, sehr schön. Gut, haben wir zumindest ein Level abgekriegt für Felino. Rosen, hä? Ich denke, er hat jemand besucht, der in einem der Häuser war. Er schien, als müsste er irgendwo hin. Versuch mal die Häuser. Ich bin nicht sicher, welches. Und sag niemand, dass ich das dir gesagt habe. Oh, hier gibt es wirklich wilde Pokémon. Okay. Was gibt es hier für Pokémon? Okay. Das scheint nicht gesund zu sein. Stell dir vor, ihr seid in der Stadt und es gibt einfach wilde Smogon in der Stadt. Hier kommt man nicht weiter. Na gut. Und ein Schwalbini. Wir rennen weg. Wieder sind Schwalbini. Aber ich war in allen Häusern. Muss ich nochmal in alle Häuser? Oh wow, hier gibt es noch mehr. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Hast du das Proto, die Proto-Gym, die Proto-Arena ausgecheckt? Okay. Hört sich nicht wichtig an. Was haben die mit Rosen gemacht? Haben sie ihn irgendwie geopfert an die Tohaido? Was ist hier los? Irgendwas ist sehr verdächtig. Ich glaube, ich wüsste es, wenn jemand wie Rosen aus dem Schiff gekommen wäre. Okay. Was ist das da? Ist das ein Pokémon? Das goldene Weberack ist verschwunden. Ich frage mich, wo es hin ist. Was passiert? Was ist? Was für goldenes Weberack? Ich bin verwirrt. Du Turzel. Gehen wir mal weg. Oh, ich könnte mal schauen, ob ich hier alle Pokémon oder wie viele Pokémon. Zwei Stück fehlen noch. Na gut. Ist da hinten noch irgendwas? Da komme ich da überhaupt hin? Nö. Da ist das Goldene. Da komme ich gar nicht hin. Toll. Okay. Dann halt nicht. Außer ich kann schwimmen. Das wäre wild, wenn ich schwimmen kann. Ich kann nicht durch die Türen sehen. Na gut. Müssen wir jetzt nochmal in alle Häuser und mit allen reden? Hallo. Du sollst nicht alles glauben, was du hörst. Aha. Weißt du was? Niemand mag jemand wie dich. Aber ich habe gar nichts gemacht. Ich war nur nett und habe Fragen gestellt. Was ist Gulpin? Ah, das ist gut. Oh. Das ist Schwarz-Weiß-Zigzagoon. Habe ich schon gesagt, dass mein Team eigentlich dringend mal geheilt werden müsste?
Das muss es nämlich. Aber es, ich habe hier jetzt nichts gesehen an blauen Steinen, die mich heilen würden. Oh. Mehr Steine als erwartet. Ja, greift das Pachirisu an. Das ist mir so wichtig. Bitte greift das nicht an. Oh nein, das wäre so schlimm. Wenn Pachirisu was passiert. Oh nein. Es hat gar keine Attacken. Gar keine ordentlichen. Wow. Nun. Level up. Blui. Und für Felino auch. Ah doch, das macht Schaden. Na gut. Mehr als erwartet. Oh, ich kümmere mich mal darum. Oh, es hat nicht gereicht. Na gut, aber das reicht jetzt. So. Teamwork. Weiter geht's mit dem Teamwork. Mit dem äußerst erfolgreichen Teamwork. Komm her. So. Baldwin. Ja, ja. Ha, ich will nicht noch mehr davon hören. Okay. Rosen war hier in Enigma Town. Wer weiß, wie aktuell. Ich weiß nicht mal, ob er immer noch hier ist. Jemand ist vorbeigekommen und hat ihm etwas hier gelassen. Es ist da hinten im Schrank. Sag nur niemand, dass ich es dir gegeben habe. In dem Schrank? Aha, eine Notiz. Rosen, ich hoffe, das findet dich. Diese Notiz kommt zu dir, bevor du gehst. Irgendwas stimmt nicht mit Chasti. Und ich habe gesehen, wie er sich nachts in den Leuchtturm steigt. Triff mich bitte dort. Ich mache mir Sorgen um Enigma Town. Es hat keine Unterschrift. Ich sollte als nächstes zum Leuchtturm gehen, ja. Das dachte ich mir auch ohne diese Überlegung tatsächlich. Yo! Du bist nicht der typische Typ, den man aus dieser Stadt kennt. Was tust du hier? Ha, du bist Miri, hm? Schön, dich zu treffen. Es ist verrückt, dass du hier bist, um Rosen zu finden. Warum? Nun, ich wurde von jemand beauftragt, genau das gleiche zu tun. Siehst du? Verrückt. Wir sind beide hinter dem alten Kerl her. Du willst wissen, ob ich Rosen gesehen habe? Frag mich nicht, wie ich es weiß, aber er ist nicht hier. Ja, ganz sicher. Such doch selbst, wenn du mir nicht glaubst. Die Stadt ist ganz schön seltsam, nicht wahr? Die Leute hier sind auch seltsam. Vielleicht ist irgendwas in der Luft. Ja, Smogon. Aber vielleicht sind es auch nur Nerds. Hast du nicht auch das Gefühl, dass sie auch verschwinden wollen? Okay. Nun, war cool, dich zu getroffen zu haben. Lass uns das bald wieder machen. Viel Glück mit der Suche. So fruchtbar, wie sie sein mag. Der Leuchtturm, ha? Okay. Seltsamer Typ, aber das passt zur seltsamen Stadt. Nun, ich würde aber sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet zunächst wieder ein. Bis dann, macht's gut. Und Mirio.